So, wir machen jetzt eine kleine Pause. Das war also der erste Teil unseres Schulkonzertes. Ich darf noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir irgendwo, ich weiß leider nicht wo, Leute aufgestellt haben mit irgendwelchen Körbchen. Und es wäre sehr schön, wenn sich jemand dazu durchbringen könnte, uns eine kleine Gabe zu geben, damit wir hier unser Notenmaterial bezahlen können. Wir haben ein Cembalo ausgeliehen. Das kostet auch Transport- und Ausleihgebühr. Es wäre schön, wenn sich jemand durchbringen könnte. Dankeschön. Indem sich jetzt gerade Zuhörer eingefunden haben, machen wir weiter. Als nächstes hören wir ein Stück von Franz Schubert. Franz Schubert lebte um die Wende zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert. Er lebte in Wien und er war ein bedeutender Liederkomponist. In erster Linie hat es über 600 Lieder komponiert, Kunstlieder. 9 Symphonien sind von ihm, zahlreiche Messen, Klavierwerke und nicht zuletzt 4-Handy-Klavierwerke. Und so etwas werden wir jetzt hören. Es ist ein Marsch in E-Dur und er wird vorgetragen von Ralf Salber und Axel Holikhaus. Axel Dreier, Entschuldigung. Thank you.
1974. Ein deutscher Komponist, der ursprünglich Schauspieler war, entdeckte mit 20 Jahren seine Liebe zur Musik und komponierte in seiner Freizeit mehrere Kirchenlieder für Männerchöre. Eines davon, die Königin, hören wir nun von Michael Metzger und Stefanie Weinlich. Thank you.
nächste Stück hören wir ein Stück von Giulio Bracciardi. Er lebte in der Mitte des 19. Jahrhunderts und er ist ein italienischer Flötenvirtuose, der bereits mit 15 Jahren an einer berühmten Musikakademie spielte, der viele Konzertreisen schon in diesem jungen Alter gemacht hat. Und er komponierte viele Stücke einfach für seinen eigenen Gebrauch. Und so ein Stück werden wir jetzt hören. Dieses Stück verarbeitet Themen aus Verdis Vertonung des Macbeth. Und es wird vorgetragen von Martina Petrini mit der Flöte und Andreas Haderheim am Klavier.
Jazz-Improvisation von Andy und Michael. Und die amerikanische Edelschnulze on the sunny side of the street. Ich möchte mich mit einem kleinen Vers von ihm verabschieden. Er heißt Ich lebte. Ich lebte in der Hütte der Träume, um das Gesicht der Wirklichkeit zu sehen. Ich lebte im Haus der Träume, um der Wirklichkeit die Hand zu schütteln. Ich lebte im Palast der Träume. Nein, ich werde im Palast der Träume leben, um zur Seele der Wirklichkeit zu werden. Frohe Weihnachten. I want to live in the heart.
Thank you.
Ich möchte mich im Namen aller, die hier mitgewirkt haben, ganz herzlich für den Applaus bedanken. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir hier mindestens zwei Videoleute haben, die das Ganze aufgenommen haben. Wir wollen uns auch bei denen bedanken. Ich möchte mich natürlich auch noch bei unserem Musiklehrer bedanken, bei der Frau Borzig.